So, Traders Club 24, schönen guten Morgen, 8:34 Uhr am 30. April. Und wir bereiten uns vor, platzieren unseren Trade zur Markteröffnung im DAX, die ungefähr passiert in knapp 25 Minuten. So, wir sehen eben am DAX, hier auf meinem Live-Konto, dass wir heute mit einem Downgap geöffnet haben. Und dann habe ich jetzt gerade eben unsere Box aktiviert. Wir haben also jetzt zwei Pending Orders. Die grüne ist eine Buy Pending Order. Die rote ist eine Sell Pending Order. Die Gäste und Clubmitglieder, die also hier im Live-Trading-Raum sind, die sollten das Ganze natürlich wissen. So, aufgrund der Tatsache, dass ich eben hier an einem mir fremden Computer sitze, habe ich, muss ich eingestehen, jetzt gerade die Möglichkeit verpasst, als der Kurs nämlich hier in diesem Dort-Bereich war, meine Order zu aktivieren. Ich kann also jetzt nur hoffen, dass der Kurs noch mal kurz eintaucht unter diese grüne Linie und dann würde ich die ganze Box oder diese grüne Pending Order aktivieren mit der Einstellung 10, 10, 0,05. Die Gäste, die drin sind oder auch die Clubmitglieder, die sollten das Ganze schon selbstständig gemacht haben. Ich lese auch gerade hier im Chat. Also Long ist bereits ausgeführt. Da seid ihr mir gerade im Vorteil. Also gucken wir mal, ob der Kurs mir nochmal den Gefallen tut, hier kurz eintaucht. Nochmal 8:42 Uhr und so langsam mit viel Wohlwollen kommt hier etwas Schwung in die Geschichte rein. Ich wechsle gerade mal hier auf die Zeiteinheit M1 im Chart. Und wir erinnern uns dran, ich werde also die sogenannte C-Box traden. Und dazu muss der Kurs eben hier leicht über die 12.300er Marke ansteigen, also über diese orange Linie. Und wenn das passiert, muss man hier chirurgisch setzen. Wenn also der Kurs hier einmal eintaucht, dann werden wir die Box scharf schalten. So, jetzt ist es passiert, Kurs ist eingetaucht und wir habe ich gerade hier eine Fehlermeldung bekommen. Der Kurs muss also wirklich unter der grünen Linie sein mit dem entsprechenden Kurs. Nochmal probieren. So, jetzt haben wir es. Also, ganz knappe Geschichte. Aufgrund des vorbörslichen Spreads, der ja, nicht immer doppelt so groß ist, aber auf jeden Fall etwas weiter ist als eben nach 9 Uhr. Und wir sind eingestoppt worden. Erster Trade Long. Hier sehen wir eben die blaue Linie. Nochmal für alle, die später dazugekommen sind. 0,10, 0,10. Und unser, oder das andere Ziel, das Custom Target, 0,05, dass wir hier entsprechend rauskommen. 8:56 Uhr und wir liegen mit dem ersten Trade gar nicht so verkehrt. Sind also nur noch wenige Punkte von unserem Take Profit entfernt, was eben hier auf der blauen Linie liegt, beziehungsweise dahinter. Also der Kurs muss entsprechend die blaue Linie einmal kreuzen und dann sind wir auch raus mit dem Trade. Das seht ihr ja auf der rechten Seite bei der Swissbox. 3, 4 Minuten noch bis zur Markteröffnung. Melde mich dann gleich nochmal. So, für alle diejenigen, die auch beim Nico sind, den Raum haben wir gerade aufgemacht. Also Live-Trading Arena mit Nico auf dem zweiten Kanal ist jetzt ebenfalls geöffnet. Monika, schönen guten Morgen. So, jetzt Aufnahme gestartet und DAX bei 12.300. Wir müssen über die blaue Linie und das ist in diesem Fall passiert. Also, wir sind raus aus dem Trade.
Zur Markteröffnung sind es noch wenige Augenblicke, 25 Sekunden, da bleiben wir doch eben live. So, vielleicht können die Clubmitglieder schon mal schreiben, ob sie ebenfalls raus sind. Jawohl. Rainer, guten Morgen, Carsten. Raus, Silvia raus, Karim Take Profit, ja hervorragend. Traders Club. So, das ist der erfolgreiche Trade Nummer 566, wenn ich mich nicht verzählt habe. So, hier ist der Trade eben mal gesucht in der Historie und also wir schieben das rüber. Hier war unser Einstieg, Long, hier war der Exit, Short. Jetzt gibt es natürlich in der Box die Möglichkeit, auch den Einstieg zu deaktivieren. Ganz klar, das könnt ihr dann in eurem Freestyle-Trading natürlich machen, um die Trades auch laufen zu lassen. Wir machen das nicht bei dem Markteröffnungstrade, sage ich direkt dazu. Deswegen, Trade hier fertig. Dankeschön fürs Dabeisein.